Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Wir befinden uns heute auf einer neuen Map, und zwar Tale of the Dragon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist irgendwie eine 12 Meilen lange Strecke und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich Ahnung davon, also mal sehen. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo her gibt oder die erfunden wurde jetzt hier. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, die basiert auf einer echten Strecke. Ich weiß nicht. Ich habe mir extra einen Hiroki dafür gebaut. Beziehungsweise generell ist das eine Rennvariante. Ich dachte, probieren wir mal aus. Und ich habe meine Buttons remapped. Okay. Zu meinem normalen, also wie ich normalerweise fahre. Mit Fahrzeugspiele fahre, also Rennspiele und so weiter. Und mal sehen, ob ich damit besser fahren kann. Als mit dem normalen Setup, sage ich mal, also mit dem normalen WASD, weil das finde ich generell eigentlich Schwachsinn, so spiele ich auch keine Rennspieler. So, aber wir werden hier einfach mal versuchen, entlang zu fahren, und denkt dran, wie ihr seht, das ist nicht 1000, sondern 99.1. Der hält sich aber eigentlich grundlegend schon mal ganz gut in den Kurven. Und habe ich ja euch entscheiden lassen, wie ihr das wollt. Und ihr wolltet das ja so, aber der Kompromiss war ja, dass die Folgen dafür keine 10 Minuten lang sein dürfen, sondern maximal 9 Minuten 59, damit sie auch wirklich nicht als komplette Folgen gelten können. Und deshalb ist diese Folge, ich weiß nicht, je nachdem wie lang, aber maximal 9 Minuten 59, bis Folge 1000 dran ist. Und bitte habt da Geduld, ich mache die Folge 1000 so schnell wie es geht, aber ich muss halt eben schon dafür sorgen, dass sie trotzdem noch gut ist. Wir haben ein bisschen in unseren Spoiler jetzt geschrottet. Und jetzt fährt er auch nicht mehr so gut. Das heißt, wir wollen ihn mal reloaden. Bisschen leise der Wagen, ne? Da kommt es mir nur so vor. Gut. Auf jeden Fall, wir können ja auch mal aus der Third Person fahren. Haben wir nicht mehr die... Doch. Die Chase Cam wurde entfernt. Das ist die Orbit Cam. Okay. So, die Performance ist nicht perfekt auf der Map, weil es extrem viele Bäume gibt, wie ihr seht. Und das über 12 Meilen, also das frisst schon ganz schön. Also da entschuldige ich mich, falls das Video nicht ganz so flüssig ist. Oh. Rausziehen, danke. Wow, fast rausgedreht. Und hier weiter. Also grundlegend fährt sich der Wagen aber ganz gut, muss ich nur ein bisschen noch dran gewöhnen. Und mich ein bisschen einfahren mit dem. Und vor allen Dingen bei den FPS fährt sich das eben jetzt auch nicht perfekt. Alles ausreden jetzt hier. Und ja, übrigens, es tut mir leid, dass Alice Video für heute doch nicht kommt. Ich hatte mehrmals versucht aufzunehmen, aber seit dem letzten Windows-Update, das ich machen musste, das konnte ich nicht wegmachen, sind einige Probleme wieder da, die ich eigentlich nicht mehr hatte beim Aufnehmen. Es war zum ersten Mal eigentlich alles so, dass alles ohne Probleme funktionierte, ich konnte aufnehmen und so weiter, und es gab keinerlei Probleme. Und jetzt seit dem Windows-Update ist alles wieder da. Von Mikrofonproblemen zu Crash, zum Beispiel wollte alles mit die Verarbeitung, geht ja, wollte mir heute gar nicht starten. Warum auch immer. Hat sich einmal zu entschieden, nee, zu sagen. Und dann, ja, also ich versuche es möglichst schnell zu bringen, aber es tut mir leid, auch wenn ich gestern auf Discord gesagt habe, das kommt heute, aber das liegt leider außerhalb meiner Kontrolle, ob das jetzt kommt. Und ja. Die Map übrigens findet natürlich, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, jetzt haben wir einiges kaputt gemacht, oder? Ja, fährt noch. Perfekt. Und es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Straße, vor allen Dingen, weil man sehr viele Kurven hat und die aber auch immer geneigt sind. Das heißt, man kann die etwas schneller nehmen. Zumindest fast immer sind sie geneigt. Und der Wagen fährt sich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich meine, selbst mit Tastatur, ich denke mit Lenkrad und so weiter, fährt er sich traumhaft. Weil der wirklich viel Downforce hat, ich habe den aber auch möglichst so gebaut. Hab den basierend auf dem Basismodell gebaut, also alle Teile selbst ausgewählt. Extra einen schönen Spoiler. Es gibt natürlich noch den einen Spoiler größer, den. Oh Gott, jetzt plötzlich lädt das. Den Hillclimb-Spoiler, aber ich glaube, das ist dann doch schon eher wieder kontraproduktiv hier. Von den Schluss werden wir mit dem auch übergehen. Übrigens, nochmal übrigens, ne? Wenn wir gerade die ganzen übrigens haben. Hat jemand von euch Interesse, eine Rennliga zu machen? Ich habe, beziehungsweise bei einer Rennliga mitzumachen. Ich plane nämlich für Project Cast 2 eine Rennliga zu machen. Das kommt ja nächste Woche, übernächste Woche raus. Und für die, die nicht wissen, was eine Rennliga ist, ist effektiv
Also effektiv ist es, ja, was man sich unter dem Namen vorstellt, ne? Man spielt online die Rennen und man hat sozusagen eine Liga. Und je nach Platzierung im Rennen gibt es dann Punkte und so weiter. Also wie eine normale Rennsaison, nur halt eben online im Spiel. Und ja, ich versuchte gerade was aufzubauen und da wäre natürlich geil, wenn viele von euch mitmachen. Also wenn ihr Interesse habt, einfach mal in die Kommentare schreiben bitte. Dann kümmere ich mich mal darum. Es gibt insgesamt 30 Plätze. Also 32, zwei habe ich schon, einen mit mir und einen mit einem Kumpel besetzt. Und die anderen 30 Plätze sind absolut frei. Das heißt, wenn ihr dabei Interesse habt, bei Project Cast 2 bei so einer Rennliga mitzumachen, wobei dann aber auch benötigt wird, dass ihr anwesend seid meistens. Aber einfach mal, also es ist nicht verbindlich, wenn ihr jetzt schreibt, ihr habt Interesse daran, dann seid ihr jetzt nicht irgendwie zu irgendwas verpflichtet. Ne? Ich will nur wissen, ob ihr Interesse daran habt. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob mich interessiert. Gut, währenddessen muss ich sagen, die Map gefällt mir doch ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich mich ab und zu hier zerstöre. Und ich mag irgendwie die Lackierung, die wir haben. Ich hab gesehen, wir haben die Lackierung für den Wagen. Weiß nicht, woher wir die haben. Ob ich die mal gedownloadet habe oder ob die beim Spiel dabei ist. Aber ich dachte mir, dann mache ich den Wagen matt schwarz, passt zu den Vorderrädern. Und mache dann das so chromfarben, die Lackierung, damit wir schöne Kontraste haben. Wir haben auch vorne die schwarzen Räder, hinten haben wir andere, aus dem Grund, dass es die Räder für vorne gab, es nicht für hinten, warum auch immer. Und deshalb sind es andere und die waren dann silber. War gar nicht so geplant, aber im Endeffekt passt das eigentlich, so kleine Offset-Wheels zu haben. Und ja, wir gucken mal kurz, ich muss ja mal wieder die Uhr im Blick halten, damit wir nicht über die 10 Minuten kommen. Während wir hier wunderschön fahren. Das war ganz blöd. Da haut's uns weg. Gegen die Tür. Aber wir haben zum Glück einen Überrollkäfig drin. Das heißt, uns passiert nicht allzu so viel. Und wir wollen rum. Okay, und geben mal wieder Gas. Okay. Wir haben ja die ganze Zeit das UI ausgeblendet. Fällt mir gerade auf. Da sieht man ja gar nicht, wie schnell wir fahren. So. Gucken wir mal. 120. Bisschen die Kontrolle verloren, aber das schaffen wir ohne Probleme hier weiter. Ach, natürlich knall ich gegen den einen blöden Baum. Jetzt haben wir uns vorne Motorhaube, Stoßstange und den Splitter beschädigt. Ich hoffe, das hat nicht allzu riesen Einfluss auf unser Fahrverhalten hier. Scheint aber bisher zu gehen. So, der Wagen ist ein bisschen, also er verliert sich gerne in den Kurven. Muss ich gucken, ob ich da vielleicht noch an der Lenkung was einstellen kann, damit das besser ist, damit das besser mit Tastatur geht. Aber grundlegend bin ich echt zufrieden mit dem Wagen. Und dürfte auch ganz gute Rundenzeit machen. Können ja irgendwann mal so ein Vergleich. Scheiße. Autsch. So ein Vergleichsvideo machen. Da ist der Schrott. Irgendwie der Standard, auf dem er basiert und dem hier sozusagen so rundenzeitenmäßig. Mal sehen. So, ganz kurz kann man noch machen. Eine Minute. Dann muss ich irgendwas cutten. Gut. Aber auf jeden Fall. Die Map ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ist eine ganz coole Map, wenn man einfach so ein bisschen fahren will. Ein bisschen Rennfahren will, sage ich mal. Also wenn ihr sie haben wollt, einfach auf die Beschreibung gehen und das downloaden. LSVFA versuche ich so früh wie möglich zu bringen, genauso wie andere Serien, in denen ich ja fleißig am Plan bin. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr Interesse daran habt, bei einer Project Cast 2 Rennliga mitzumachen. Und sorry, dass ich hier gerade etwas verwirrt teilweise rede, weil ich hier ganz schön konzentriert bin. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ob es gefallen hat, sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer DCG. Ciao.